Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karriere von den APK Gaming Bros mit mir, dem Alex, mal wieder. Ja, und es ist schon eine ganz lange Zeit her, als ich mal Karriere aufgenommen habe. Puh, Leute, schon locker 3 Wochen her, ich kann mich kaum mehr erinnern, aber naja. Wir spielen hier schön weiter, wir spielen gegen Hertha BSC, sind mit Mainz Dritter in der Tabelle. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut und haben irgendwie 7 Punkte Abstand zum Vierten und haben nach oben 10 Punkte Abstand zu Dortmund und Bayern und so. Ist auf jeden Fall, wir bewegen uns mehr oder weniger auf unserem eigenen Platz und können da nicht mehr so viel machen, aber egal, wir versuchen trotzdem weiter zu gewinnen und Spaß zu haben. So, wir machen auch direkt weiter zum Spiel. Ja, und es ist wirklich, ich muss sagen, schon Ewigkeiten jetzt her, als ich jetzt eine Karriere für euch, weil sie erst vor 4-5 Tagen rausgekommen, aber ich habe die schon vor Wochen aufgenommen. Das ist echt krass, was ich da für eine Vorproduktion auch hatte. Da habe ich einfach viel. Meistens ist es halt bei Kaya so, ich nehme 4 Folgen auf und dann sind es irgendwie 2-3 Wochen, wo die Folgen reichen. Jetzt auf jeden Fall, weil wir gerade auch schon wieder 1 Uhr nachts haben und ich um 9 Uhr wieder aufstehen muss, werde ich erstmal nur eine Folge erstmal nur zwei Folgen produzieren. Und das reicht. Boah, Junge, was für ein geiler Spielzug. Tor 1-0, so läuft es bei uns. Aber nice. Gegner ist natürlich noch nicht der stärkste. Und hier spielen wir hier gegen die CPU auf Halbprofi. Naja, gut. Wie gesagt, wir machen es da relativ easy ja auch hier. Aber wirklich, das ist immer so eine Sache bei Karriere. Ich werde jetzt auch nur 2 Folgen aufnehmen. Das ist jetzt, kann mal kurz nachgucken. Das wäre, ich rede, Karriere ist auch so ein Laberformat, weißt du? Und da Rio, da habe ich auch noch ein bisschen geredet und war relativ zeitnah dran immer und nicht so weit weg. Und jetzt fällt Rio weg. Und da wir bei Ultimate Team mich auch nicht mehr reden kann oder noch nie reden wollte und jetzt auch nicht kann, weil wir das ja jetzt immer entweder die nächsten Folgen, die ihr sehen werdet, ab übermorgen werden wieder nur mit Pierre sein. Und danach gibt es wieder Folgen mit mir und Pierre. Das ist, wie gesagt, immer ein bisschen abwechselnd jetzt wieder. Beziehungsweise dann jetzt erstmal Pierre und dann Pierre und ich. Und dann kann ich natürlich auch nicht so über irgendwelche Kanalsachen oder sowas reden. Oder über tagaktuelle Sachen. Und da habe ich hier weiterhin mein Bubble-Format. Möchte aber da einem, dass mir wirklich schwerfällt, so wenn ich was bubbeln will, weißt du, fällt es mir wirklich, sei denn, ich habe ein richtig, richtig geiles Thema. Fällt es mir wirklich schwer, so 3-4 Folgen aufzunehmen. Da ist 2 so das Limit, wenn man themengebunden reden will, finde ich. Und noch ein bisschen aktuell. Deswegen nehme ich jetzt nur 2 Folgen auf. Das ist die ich gerade jetzt am 7.7. um 0.58 Uhr aufnehme. Ihr seht die ganze Folge dann schon um 16 Uhr heute. Und dann noch die für 10.7., also die schon für Donnerstag werde ich danach noch aufnehmen. Und die für Sonntag oder Montag oder was auch immer werde ich dann erst irgendwann am Mittwoch, Donnerstag oder wann ich auch immer ich Bock habe aufnehmen. Und ich habe halt gern so Formate, wo ich auch eng drauf bin und nicht immer so weit weg bin. Ist denke ich mal immer eine coole Sache, da kann man auch über, wenn wir halt jetzt, keine Ahnung, bei Minecraft zum Beispiel haben wir die nächsten Folgen, haben wir irgendwie über jetzt bis Anfang August Vorproduktion. Und wenn wir da halt einfach über irgendwelche Themen reden oder so, da haben wir, keine Ahnung, teilweise, wenn da WM-Spiele live waren, haben wir darüber geredet. Das finde ich einfach nicht dasselbe, weil in dem Moment, durch die weite Vorproduktion eben, reden wir von irgendwelchen Ereignissen, die für euch vor 3 Wochen waren. Und das ist ja nicht mehr so cool. Deswegen habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, heute nur 2 Folgen aufzunehmen, um da wieder ein bisschen Themen zu haben. Und das ist die Sache quasi. Und ja, wie gesagt, Rio gibt es ja auch noch für euch paar Folgen die nächste Zeit. Also ich habe gestern oder so 4 Folgen, bei Rio habe ich gestern mal 4 reingehauen und 4 Folgen rausgehauen, aufgenommen so. Die kommen, glaube ich, bis Mittwoch oder sowas sind das die Folgen für euch. Oder bis Donnerstag. Weiß ich gerade gar nicht. Müsste ich jetzt auf den Uploadplan gucken, aber da könnte ich nicht gleichzeitig spielen. Von daher, es gab ja auch das Ankündigungsvideo vor 3-4 Tagen. Wo ich euch auch mal den Uploadplan gezeigt habe, den wir haben und so weiter und so fort. Also könnt ihr auch auf jeden Fall reinschauen. Ist auch als Kanaltrailer eingestellt bei uns. Und ja, das ist wirklich. Wow. Ah, scheiße. Ah, Junge, ich wollte den gar nicht faulen. Das ist wirklich immer eine Sache bei uns mit der Vorproduktion. Aber wie gesagt, generell muss ich jetzt wirklich sagen, schaut euch mal das Video an, wo wir quasi. Ja. Wo ich quasi so über 12 Minuten lang oder wie lange auch immer Ankündigungsvideo mache, wo ich über alle möglichen Sachen, die jetzt kommen, die jetzt nicht kommen, wie das sich alles verändert jetzt die nächste Zeit. Weil ja wirklich es fällt, um es kurz zu fassen, vor euch nochmal hier in der Folge, ich werde es nicht mehr ganz so weit ausholen. Altes Live ist ja jetzt quasi weggefallen, beziehungsweise da werden, ich spiele es noch aktiv, aber es kommen, ich finde es halt nicht mehr aufnehmenswert, deswegen kommen keine Folgen mehr. Es können aber irgendwann mal wieder welche Folgen kommen. Wir haben jetzt angefangen MW2. Aufzunehmen, was ja auch mit sehr gut angenommen wurde, muss man sagen, obwohl wir eigentlich, also vor allem ich, nicht so viel Skill habe, aber auch unsere ersten One-on-One-Folgen wurden sehr gut angenommen, finde ich auf jeden Fall sehr cool.
Ja, und quasi so ist die Aufteilung in der nächsten Zeit. Wie gesagt, Rio kommt dann noch bis Sonntag durchgehend. Wie gesagt, heute sind es 19 Uhr, die letzte Folge GTA Online. Und dann kommt, und dann kommt quasi Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Rio. Und dann fällt diese gesamte ehemalige 19 Uhr Uhrzeit weg. Und also im Endeffekt kommt dann das, was um 20 Uhr jetzt rauskommt, kommt dann um 19 Uhr raus. Das heißt, da haben wir jetzt MW2 immer um 20 Uhr. Aber das ist mehr oder weniger nicht nur ein MW2-Ding, sondern das ist so ein, ja, random Bullshit, haben wir es mal früher genannt. Heute werde ich das trotzdem in getrennte Playlisten aufteilen, aber im Endeffekt steht das alles unter diesem Format. Das heißt, es kommt jeden Tag eine Folge raus. Es kommt jeden Tag eine Folge irgendwas um 19 Uhr raus, aber es kann immer was anderes sein. Es kann mal MW2 sein, das kann Euro Truck Simulator, wenn ich wieder zukomme, sein. Da kann auch mal zwischendurch eine Folge Altes rauskommen. Da kann alles Mögliche schön gemischt untereinander rauskommen. Am besten viel untereinander gemischt, aber dafür müssen wir viele verschiedene Sachen aufnehmen. Im Moment nehmen wir wirklich relativ wenig auf, muss ich wirklich sagen, weil, vor allem wir beide zusammen wenig. Das war jetzt mit Minecraft, wo wir ein bisschen was zusammen aufgenommen haben über eine längere Dauer und dann, weil wir wirklich schon hart vorproduziert haben. Für euch ist ja Pierre jetzt gerade mal erst seit 3-4 Tagen wieder mit im Let's Play, aber wir haben schon bis die Folge zum 5.8. oder so aufgenommen. Wir müssen ja auch, gerade was zu sagen, brauchen wir auch eine kleine Vorproduktion, weil dann auch die Gamescom da ist und da sind wir, ja. Die meisten werden es schon wissen, außer unsere neueren Abonnenten. Wir sind jetzt endlich mal konstant über 100 Abonnenten. Darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Hammer geil, dass da so viele Leute hier Bock haben, unsere Videos zu schauen. Finde ich auf jeden Fall immer cool, wenn da auch Views kommen. Natürlich kommen da nicht immer so viele Views, das muss man auch sagen. Aber da merkt man halt, dass quasi, ja, ihr uns teilweise Leute halt, die uns gucken, uns für gewisse Let's Plays schauen und nicht für, dass wir halt quasi ist ja immer so, wenn man eine große Bandbreite auf YouTube hat mit vielen verschiedenen Let's Plays und Spielen, dann hat man halt viele mehr Abonnenten, aber hat dann in der Relation gesehen voll wenig Views auf die einzelnen Videos, weil halt der eine einen für MW2 jetzt zum Beispiel abonniert, der andere abonniert einen für Altes Live, gab's auch welche, die uns deswegen abonniert haben. Dann gibt's welche, die haben uns zum Beispiel für FIFA abonniert. Das ist halt, es gibt welche, die haben uns für FIFA abonniert. Gerade am Anfang haben uns viele für FIFA abonniert. Was ist denn jetzt los? Hä? What is this? Alter, was ist das für eine Ansicht? What the fuck? Wollen die mich verarschen? Was ist das für eine Ansicht? Da reißt mich ihr immer wieder mitten aus dem Thema. Okay, jetzt ist alles fresh. Da hatte ich irgendwie automatisch was verstellt mit irgendeiner Taste. Aber, das ist wirklich die Sache, so, da, wo war ich jetzt? Ach, jetzt hat mich eher voll rausgebracht aus dem Thema. Natürlich haben wir natürlich aufgrund unserer Abonnenten weniger Views, weil wir natürlich viele verschiedene Spiele anbieten. Unser Kanal ist auch extra auf so viel Menge, in Anführungszeichen, ausgelegt. Natürlich könnten wir jetzt auch uns nur auf eine Sache spezialisieren und den anderen Scheiß offline zocken. Oder könnten drei verschiedene Channels machen. Einen für FIFA, einen für Minecraft, wo sich das, glaube ich, kaum lohnen wird bei so einem normalen Minecraft-Let's Play. Man muss auch ernsthaft sagen, einen eigenen Channel für den Minecraft-LP und dann einen Standard-Minecraft-LP würde ich heute nicht mehr machen, weil die meisten ja auf PvP und sowas inzwischen gehen und, oder halt in Projekten. Wie gesagt, nochmal Minecraft, wenn da irgendjemand hier, ich denke mal jetzt, wir werden ja schon von mehreren Leuten jetzt angeschrieben, zwar sind es meistens immer wieder so Kommentare wie, ey, yo, schau mal auf meinem Kanal vorbei oder dein Kanal ist cool, schau mal bei mir vorbei. Leute, sowas wollen wir nicht, okay? Spart euch die Kommentare, die werden eh zum größten Teil von Google direkt als Spam erkannt und so behandelt und ich lösche die dann auch direkt und dann sind die auch direkt weg oder ich blockiere meistens auch direkt euren Kanal zum Kommentieren. Weil sowas wollen wir nicht, Leute, okay? Bitte lasst es einfach. Wie gesagt, wir sind gerne für irgendwelche Projekte zu haben. Da ist ganz klar, die Sache sind wir immer dafür. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Projekte habt, wir zum Beispiel wollen ja immer im Pro Club wieder spielen, aber haben halt zu wenig Leute dafür. Oder wenn es irgendwas anderes ist, ihr könnt uns gerne, auch wenn es für Minecraft irgendein Minecraft-Projekt da, haben wir auch total Bock drauf. Irgendwie sowas wie Craft Attack oder sowas in der Art halt. Haben wir total Bock drauf. Wie gesagt, einfach, Lauf. So.
einfach, wie gesagt, da immer drauf anschreiben, das ist immer das Beste und da haben wir auch wirklich Bock drauf und ja, wir wollen auch mehr mit anderen Leuten machen, mit anderen Let's Playern, mit anderen Channels, wenn ihr also wie gesagt einen Channel habt und da irgendwie eine Projektidee habt oder in irgendeinem Projekt seid, wo ihr denkt, dass wir da auch reinpassen würden oder wie auch immer das Ganze ist oder ihr gerade ein Projekt am Plan seid, egal was für ein Spiel, wenn wir das Spiel auch spielen, dann sind wir da generell dran interessiert. Oder ob es darum geht, dass ihr mit uns zocken wollt, FIFA gegen uns. Wir haben auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, ja, komm, lass mal 1-2 Spiele gegeneinander spielen oder sowas. Oder 3 Spiele, ist ja scheißegal. Dann nehmen wir die auch gerne auf und laden die auch gerne auf unserem Channel hoch. Haben wir beide kein Problem mit, dass wir da quasi mal, ja, das kommt dann zwar als Zusatz-FIFA-Video, also das wäre dann so ein typischer random Bullshit 19 Uhr extra Video quasi, anstatt so MW2 oder sowas, aber sowas wirklich auch, wenn irgendjemand von euch Bock hat, ich habe einfach nur Bock auf, wenn jemand von euch sagt, ich habe Bock, gegen euch mal ein FIFA ein Spiel zu machen, dass ihr das aufnehmt und hochladet oder dass ihr direkt mitkommentiert wollt, wäre ja auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, da bin ich teilweise skeptisch, also wenn es mit ums Mitaufnehmen geht, also wirklich vom Reden her, braucht ihr mir nicht mit einem schlechteren, sagen wir mal so, Piers Mikrofonqualität, weil er nur ein Headset hat, ist schon grenzwertig für mich. Und was drunter oder noch schlimmer ist, braucht ihr mir erst gar nicht anzukommen. Sorry. Aber ich habe hier einen T-Bone. Ich hoffe, ich kriege Pierre irgendwann auch mal dazu erzogen, dass er sich irgendein vernünftiges Mikrofon kauft. Beziehungsweise, weil ich mir wahrscheinlich bald das Rode N1A kaufe, hoffe ich mal, dass Pierre dann endlich mal zur Vernunft kommt und sich auch mal von seinem scheiß Gammel-Headset trennt und keine Ahnung, von mir dann das Rode N1, das T-Bone wenigstens abkauft, dass er wenigstens ein bisschen Qualität hat. Naja. So. Boah, Alter. Dieser Gammelball wäre fast reingegangen. Ohne Scheiß. Läuft bei mir. Ne, wie gesagt, ich werde mir das Rode NT1A bald kaufen, zusammen mit dem Behringer Xenix 1204 USB und so einem Schwenkarm dafür. Das heißt, so für 380 Euro komplette Paket an geiler Equipment. Wie gesagt, ist noch viel geplant. Erstmal werde ich mir noch ein paar eigene Sachen kaufen danach. Also für mich so neues Smartphone und so ein Scheiß. Aber im Endeffekt, ihr merkt schon, viel meiner Kohle fließt auch in den Kanal. Wir haben uns gerade auch wieder habe ich mir auch gerade eine neue externe Festplatte für 60 Euro gekauft, dass wir die Dateien immer hin und her schieben können. Denn, ja, ich bearbeite quasi alle Videos, lade alle Videos hoch, schneide alle Videos und ja, Pierre nimmt im Endeffekt nur mit auf. Und wir haben auch viel so Multi-Ansichten, gerade jetzt bei Ultimate Team oder bei Minecraft, wo wir die doppelte Ansicht haben. Da brauche ich natürlich auch die Aufnahme von Pierre und da, boah, Alter, war das scheiße. Und da kopieren wir die Sachen natürlich immer, kopiert Pierre die Sache immer auf eine Festplatte und gibt die mir. Das war früher Pierres Festplatte, allerdings hat die richtig derbe Hänger gehabt, die war einfach im Arsch oder man kann sie noch benutzen, aber sie ist eigentlich, ja, sie ist nicht mehr großartig für uns mit so großen Fraps-Dateien, vor allen Dingen ist sie nicht mehr zu benutzen. Und ja, da habe ich mir jetzt eine 2,5 Zoll Laptop-Festplatte normal gekauft und also externe Festplatte so rum. Und ja, die funktioniert wunderbar, läuft über USB 3.0, hat irgendwie 110 Mbit Verbindungsgeschwindigkeit über USB 3.0, wie gesagt, und das ist schon eine geile Sache, muss man sagen. Damit läuft es auch alles schneller und ja, wie gesagt, ich kriege dann immer die Dateien. Ich habe ja 2-3 Terabyte Festplatten für den Kanal, falls ihr es nicht wisst. Habe jetzt einen zweiten PC, beziehungsweise ja, diese eigentliche zweite PC, der von meiner Mutter noch der alte war. Funktioniert leider nicht aus irgendeinem Grund. Jetzt habe ich hier den von Pierre, den alten PC, den ihr auch noch kennt. Der für ihn scheiße war, aber ich habe da schon was drauf rendern lassen. Das ist wirklich, es geht klar. Dauert irgendwie 10-15 Minuten länger pro Folge. Ist innerhalb der Toleranz. Ich will es halt einfach von meinem Haupt-PC, das Schneiden und Rendern von meinem Haupt-PC wegkriegen, weil ich dann natürlich immer innerhalb der Zeit, wo Videos rendern, immer, ja, sehr eingebunden bin und nichts anderes machen kann. Außerdem ist es dann halt meistens so, dass nachts die Masse an Videos rendern. Da kann ich nicht in Ruhe schlafen teilweise. Es ist wirklich nervig. Es ist immer so, weißt du? Es stört mich zwar inzwischen nicht mehr, weil ich eh meistens Fernseh- oder YouTube-Videos gucke. Aber, naja, so kann ich halt eben dann die Videos auch mal am Tag rendern, wenn ich quasi, wenn ich das für einen zweiten PC habe. Aber wie gesagt, das funktioniert, also rendern funktioniert auf PSPC wunderbar. Also wir haben uns auch auf den Preis geeinigt, so von 60 Euro oder 50, 60 Euro, 60, 70 Euro so. Ist dann alles nicht das Problem. Allerdings habe ich ein bisschen Problem, wenn der PC rendert. Also volle Kanne rendert, über 1,5 Stunden wird der 70 Grad, teilweise an manchen Teilen sogar 90 Grad oder im Gehäuse 90 Grad. Es wird extrem heiß drin, da muss ich mir auf jeden Fall was überlegen. Werde den jetzt auf jeden Fall die Teile von dem PC erstmal in den
in das alte Gehäuse von dem PC meiner Mutter einbauen. Also von dem alten Gehäuse, von dem alten PC meiner Mutter, den ich quasi vorher als zweiten PC verwenden wollte. Und wenn das immer noch nicht genug Luft bringt, muss ich leider ein komplettes Gehäuse, was ungefähr auch nochmal 50, 60 Euro kostet, so wie ich hier für meinen Haupt-PC habe, mit zwei Lüftern vorne die Luft einsaugen und einem größeren Lüfter hinten, der die Luft ausspuckt, dafür kaufen. Will ich zwar nicht unbedingt, weil das würde quasi genau derselbe Preis, wo ich dafür bezahlt habe jetzt an Pierre, wäre es dann quasi nochmal, den ich bezahlen müsste, und das wäre ein bisschen scheiße. Vor allen Dingen, weil dann auch wieder durch solche Sachen natürlich so andere Sachen wie eben das Rode N1A und so ein Scheiß ein besseres Mikrofon nach hinten rücken, was natürlich auch nicht der Sinn der Sache ist. Und ja, das ist, find, ja, wie gesagt, das ist leider dann halt natürlich drunter. Aber wie gesagt, ein zweiter PC ist für mich jetzt essentiell wichtig aufgrund unserer Menge an Videos und auch aufgrund davon, dass mein PC anscheinend immer mehr, immer schlechter wird, warum auch immer. Ich kann, glaube ich, kein Spiel mehr für, oder selbst Watch Dogs inzwischen teilweise nicht mehr auf 30 FPS konstant aufnehmen, selbst Minecraft nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit dem PC los ist, ob da vielleicht einfach nur mal ein Windows neu aufgesetzt werden muss oder so. Aber dafür habe ich im Moment halt eben auch nicht die Zeit, weil mein PC dauernd irgendwie an ist, dauernd irgendwas macht und so weiter. Und da habe ich einfach nicht die Zeit für, solange ich nicht einen zweiten PC habe, der das unterstützt, kann ich nicht auf den PC neu aufsetzen. Außerdem, es gibt so viele Programme, die ich hier teilweise habe, bis ich die alle installiert habe. Das hat eben gerade bei dem anderen PC jetzt, der von Pierre, der jetzt war, der jetzt mein zweiter PC ist quasi, hat es auch schon Ewigkeiten gedauert. Und ja, und da habe ich nur die nötigsten Programme drauf installiert, die ich brauche. Sowas wie TeamSpeak, Audacity, Game Capture Software. Boah, Alter, hätten wir fast nur ein Tor kassiert und hätten unentschieden hier rausgegangen. Und solche nötigen Sachen habe ich da quasi nur installiert. Und das hat schon lange gedauert. Vor allem das Adapt zu installieren ist immer nervig. So. Alter. Junge, willst du mich verarschen oder was? Das kann doch nicht wahr sein, was du hier machst, ey. Oh, Junge, das geht ja überhaupt nicht, du Junge. So, läuft. Ball fliegt erstmal schön geschmeidig dahin. Boah, Alter, der wäre zu schön gewesen, wenn der reingegangen wäre. Nee, aber auf jeden Fall, das sind so die Sachen, die ich im Hintergrund immer plane, denke. Ich gebe wirklich viel mein Geld für solche Techniksachen aus, eigentlich nur mein Geld für Techniksachen aus. Meistens ist auch das, ist, was mich fasziniert, wo ich Bock drauf habe. Ich meine, ja, bloß ist es im Endeffekt. Ja. Komm. Boah, ey, Alter. Junge, ohne Scheiß. Pff, Alter. Kannst du mal laufen? Du Missgeburt! Alter, kannst du mal laufen? Jetzt mal ganz ehrlich, die lassen sich schon wieder hier betrangen ohne Ende. Und das ist total unnötig. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, sowas läuft halt immer bei mir hinter den Kulissen ab. Gucken, jetzt habe ich gerade wieder für den zweiten PC jetzt halt eben, hab ich mir auch noch irgendwie ein bisschen was an Technik gekauft. Das ist auch mal da nochmal 45 Euro rausgeklopft für so, ja, für HDMI-Kabel, DVI-Kabel. So Switches dafür, dass ich immer zwischen dem einen und dem anderen Bild schnell hin und her schalten kann. Weil da quasi nicht mehrere, ist ja nur an jedem Bildschirm ein HDMI an dem einen Bildschirm und an anderen ist sogar nur ein DVI-Monitor normal. Da brauche ich halt quasi so für jeden so einen Switch. Deswegen ist es auch immer alles so, ja, es ist dann immer alles so ein bisschen, na, muss man sich dann immer noch ein bisschen Technik dazu kaufen, so für zwischendurch, und es werden halt alles mehr Kabel dadurch auch, aber naja, dafür brauche ich mir nicht noch neue Bildschirme zu kaufen. Das würde bestimmt das Dreifache kosten, mir einen neuen Bildschirm zu kaufen. Ja, komm, Alter. Nimm mal meinen Ball vernünftig an. Ja, danke. Boah, Alter, kannst du mal. Okay, ich laufe hier mal. Boah, Alter, warum denn da hoch? Warum sage ich gerade so viel? Boah, Alter. Nee, aber ich wollte eigentlich den Ball zu dem anderen passen. Das war ein richtiger Lappenschuss. Sorry, Leute. Naja, gut. Das ist halt dann so, ne? Kann man auch mal sagen, Deutschland ist ja gerade im Hype.
steht ja jetzt vorm Halbfinale gegen Brasilien. Also wir haben jetzt für euch Montag, für mich auch, Uhu. Dienstag dann noch und, oh ja, Junge, ich kann die nächsten Tage wieder in Ruhe produzieren. Oh, I love it, ey. Wenn ich meinen Arsch hochkriege, werde ich dann auch mal Watch Dogs zu Ende let's playen. Weil, ich habe die Ruhe einfach dafür dann. Wenn meine Eltern dann nicht da sind, weil meine Eltern in Urlaub sind, ein paar Tage. Ich bin nicht in Urlaub, aber ich habe dafür die Gamescom, die mir meine Eltern bezahlen. Beziehungsweise, naja, indirekt bezahlen. Wie auch immer, geht euch nichts an, aber, naja, ich werde weiter zu Hause bleiben auf jeden Fall. Und da ist das Spiel vorbei. Hammer nice. Und ja, ich bin zu Hause nächste Woche. Meine Eltern sind nicht da. Da kann ich hier in Ruhe fein produzieren. Werde nicht gestört. Das ist immer herrlich. Wenn man dann auf keinen Fall irgendwas von draußen hört. Wenn die sich zu laut unterhalten, weil hier so scheiß Wände sind oder irgend sowas. Gibt's nicht. Ich kann einfach schön gediegen, gechillt aufnehmen. Keinen Stress um nichts machen. Kann hier Türen auflassen. Schwitze mir hier in meinem Bunker keinen ab, weil ich einfach die Türen auflassen kann. Das ist schon mal geil. Ich kann die Türen auflassen und aufnehmen und habe hier keine, habe hier nicht wie jetzt gerade eine Sauna drin. Naja, ist auf jeden Fall geil. Und dann würde ich schon mal sagen, das war's von der heutigen Folge. Ihr seht es ja schon. Wir haben... Ja, da freut sich irgendein Spieler und hier Frist für Benennung der Nationalmannschaftskader. Ja, komm, lutsch mir meinen Schwanz. Ich nehme eh den Standardkader, weil mich die Nationalmannschaft auch nicht wirklich interessiert. Was mich schon kurz interessieren würde, ich würde ganz gerne am liebsten die Nationalmannschaft, stört mich im Moment mehr oder weniger gerade nur. Kann ich eigentlich irgendwo einfach mal mein Nationalteams-Scheiß aufgeben? Ich habe keinen Bock mehr auf Nationalteam, weil die mich gerade ein bisschen stören und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die und so. Machen wir mal gerade Mannschaft absenden. Kann man nicht irgendwie einfach sagen, nö, ich habe keinen Bock mehr auf Nationalmannschaft und tschüss und durch einen anderen Trainer, I quit? Anscheinend wahrscheinlich nicht. Schade. Irgendwie keine Ahnung. Das mit der Nationalmannschaft ist nichts so für mich. Ich will lieber mit meinem Verein dann in Ruhe spielen. Naja, egal, kann man anscheinend nicht ändern. Ich würde mal sagen, ja, hau da rein. Bis zur nächsten Folge. Ist dann für euch am Donnerstag, soweit ich jetzt weiß, genau. Montag, die Termin-Tot. Genau, schon am Donnerstag, weil ja Karriere eigentlich schon gestern kommen sollte. Da ich drehe da manchmal was im Uploadplan, wenn das mir nicht ganz so passt, weil ich es noch nicht aufgenommen habe oder so, dann drehe ich da manchmal auch was am Uploadplan. Aber wie gesagt, Donnerstag, Karriere nehme ich jetzt im Anschluss auf. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Und ja, bis dann. Ciao.